Mit der Schaufel bewaffnet und mit viel Schwung und Elan setzen die Schüler der 9C der Realschule Höchstadt derzeit ihre Projektarbeit praktisch um. Ein Bikepark soll hier entstehen. Das Grundstück dafür wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Idee dazu hatte der Klassenlehrer Peter Marschall. Also die Schüler waren eingebunden in die Planungsphase, haben selber Pläne erstellt, haben sich überlegt, wie kann man das Ganze machen. Und wir haben uns dann eigentlich darauf geeinigt, dass wir eben sozusagen eine Jumpline haben wollen. Das heißt, hier drüben gibt es eben drei Sprünge. Und der Rest ist eigentlich geplant mit Anliegern und eben eher im Pumptrack-Charakter. Wir wollten jetzt bewusst keine großen Absprungrampen für sehr hohe oder weite Sprünge haben, sondern es soll eigentlich so geplant werden, dass für alle Könnenstufen was dabei ist, gerade für die Anfänger. Der Lehrer kümmerte sich auch während der Corona-Pause darum, dass die Erdarbeiten mit dem großen Bagger vorangingen. Die praktischen Arbeiten werden nun vor Ort von der Klasse 9C und anderen radbegeisterten Schülern vollendet. Ich arbeite hier mit, so freiwillig, dass wir hier auch was Schönes haben und dass wir hier immer selber mal hochfahren können und hier selber unseren Spaß haben können. Unser Lehrer leitet die Mountainbike AG der Schule und daher kam so die Idee, weil man da natürlich auch was hat, was diese AG oder die Schule dann eben nutzen kann und gleichzeitig auch noch was für die Bevölkerung von Höchstadt, da es ja öffentlich ist und es auch eben andere Menschen nutzen können, außer die Schule. Ja, mir macht schon sehr Spaß zu bauen. Ich meine, bei ihm nebenan bauen wir auch immer. Ja, also es ist schon anstrengend, aber wenn man dann so sieht, was man gemacht hat, dieses Ergebnis, dann denkt man sich so, ja, haben wir gut gemacht, ja. Es wird noch einige Arbeitstage brauchen, um der Bahn den letzten Feinschliff zu geben. Es wird geschaufelt, gerüttelt und versiegelt. Man muss auch noch mal ausdrücklich sagen, dass die Schüler heute in ihrer Freizeit da sind. Und wir müssen jetzt heute mal die ganzen Hügel noch mal shapen, wie man so schön sagt, also glattziehen, modellieren. Und dann kommt noch mal im zweiten, dritten Arbeitsgang wird noch mal Brechsand aufgetragen. Der muss dann auch noch mal verdichtet werden und verfestigt werden. Und ich denke, dass wir alles in allem ja, 3 bis 4 Tage hier arbeiten werden. Die Projektarbeit der 9C wird dann hoffentlich sehr lange einen sportlichen Mehrwert für die Bürger von Höchstadt bieten. Und dafür und für diesen Spaß lohnen sich die Anstrengungen.